Tosender Applaus, Jubelschreie und zahlreiche Anfeuerungsrufe verwandelten den Fichterer Stadtplatz am Dienstagabend in ein Tollhaus. Grund dafür der Empfang von Tischtennis-Rolli Thomas Schmidberger. Der hatte erstmals bei den Paralympics dabei gleich Silber und Bronze in London abgeräumt. Zur Belohnung durfte er bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen. Den Erfolg kann der 20-Jährige noch immer nicht ganz fassen. Das ist natürlich Wahnsinn, es waren meine ersten Paralympics und dann dort zwei Medaillen, zumindest natürlich ein super Gefühl und ja, ist geil, ich genieße es einfach. Bis zu 600 Fans wollten gemeinsam mit Schmidberger den Erfolg in Fichtach feiern. Absolute Weltklasse. Ich habe es ihm selber auch schon gesagt, wir haben alle stolz auf ihn daheim. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Wir sind ganz stolz auf unseren Thomas. Also wir waren super zufrieden, hat man uns nicht erhofft, aber er hat sich tapfer geschlagen. Schon, dass gegen Chinesen ausgeschieden sind. Ja, also ich finde es Wahnsinn, dass man eigentlich überhaupt sowas leisten kann und ich finde es eigentlich super, auch dass wir dabei waren und das alles gesehen haben. Wir haben eigentlich alle ganz stolz auf ihn. Natürlich gehört so ein großer Erfolg gebührend gefeiert. Die Stadt Fichtach ließ sich jedenfalls nicht lumpen und stellte zu diesem Anlass 1000 Liter Freibier zur Verfügung. Den Sponsoren sei Dank. Musikalische Unterstützung kam übrigens von der Stadtkapelle Fichtach. Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis ist man stolz auf die Leistungen des Tischtennis-Rollis. Alle sind begeistert von dem Erfolg und wir freuen uns heute wahnsinnig. Ja, es ist der Wahnsinn. Natürlich sagt jetzt jeder, das hat er gewonnen oder so, aber ja, gerade einmal die Medaillen berühren dürfen, das ist unglaublich. Also wenn man sowas einmal in der Hand hat, wenn man das aus London, aus dem Fernsehen nur kennt und dann hat das jemand wirklich mitgebracht und errungen, das ist schon unglaublich. Laut Schmidberger sei sein sportlicher Erfolg nur mit Unterstützung von Familie, Freunden und Sponsoren möglich gewesen. Einige von ihnen seien sogar mit nach London gekommen. Das habe unheimlich Kraft gegeben. Ja, das war Wahnsinn, Unterstützung von daheim und so, also es war natürlich saugeil. Ich habe es natürlich gewusst, dass die kommen, aber die haben eine richtig Party gemacht auf der Tribüne und das war super. Anschließend trug sich der Sportler in das Goldene Buch der Stadt Fichtach ein. Und zwar mit den Worten, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Das sehen seine Eltern genauso. Wir haben eine Odyssee hinter uns nach dem Unfall und als im Fernsehen immer wieder erwähnt wurde, dass der Unfall war, da bin ich natürlich auch ganz oft erinnert worden an diese Zeit. Und heute vor 16 Jahren waren wir mit im Krankenhaus den ganzen Sommer. Der Tom war 4, der Lukas war 18 Monate. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass der Thomas mal Paralympicsieger wird, dann hätte ich gesagt, ja, schon passt schon. Nach Bronze und Silber in London gehört der 20-Jährige selbstverständlich auch zu den Hoffnungsträgern bei den nächsten Paralympics 2016 in Rio.